So, kleiner Krampf zum Anfang vom Part. Wir müssen mit Luigi, müssen wir hier hoch und durch das Gitter durch. Alter, das war ein Riesenakt. Aber, Luigi regeneriert sich ja auch immer wieder. Und da kamen übelst viele... Oh Gott. Ja, ich bin tot. Da kamen übelst viele Goldspinnen runter. Ich glaube, so um die 10 oder so. Das ist auf jeden Fall der erste Kristall, der uns fehlt. Von noch 2 weiteren. Wir haben uns schon gut geschlagen hier auf der Ebene. Gefällt mir eigentlich. So. Was ist das? Ist es einfach so ein Ankleideraum, oder? Ah ja. Ja, wir sind wieder down. Ich versuche jetzt einfach nochmal dort zu ziehen und zu gucken, was es dort gibt. Aber ich glaube, nichts wirklich Relevantes. Passiert da nochmal was? Nö. Ah, doch. Es wird wieder zurück zum Schlafzimmer gemacht. Schön. Okay, dann zeige ich euch gleich noch, wo die letzten 2 Juwelen sind. Nach einem kurzen Cut. Und vielleicht kommt ja noch mal was. Dann gehen wir zu dem Boss. Wow, dass wir das Spiel heute noch durchbekommen. Ich hätte es nicht gedacht. Okay. Kleine Info hier am Rande. Wenn ihr hier die Ventile noch einfügt, kriegt ihr hier noch einen Geldregen. Und uns fehlt hier im Keller noch ein Buhu. Hätte ich nicht gedacht. Die Frage ist nur, wo. Und was muss man dafür aktivieren? Wusch, ich bin Brennbuhu. Ich habe so das Gefühl, hier wird ganz richtig heiß. Okay, wir haben ihn aktiviert, tatsächlich. Wo ist er? Wow. Es ist echt der letzte Buhu, also. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier unten einen übersehen haben. Ich habe aber nochmal nachgeguckt im Labor. Da kann ich euch ja jetzt gleich noch die Galerie zeigen. Sie ist noch nicht ganz komplett. Ein paar fehlen noch, ein paar Geister. König Buhu und sowas. Und seltene Geister. Ich weiß gar nicht, wie man die bekommt. Die werde ich nicht im LP zeigen. Weil teilweise sind sie auch im Multiplayer. Und eben der Multiplayer ist kein Part vom Let's Play. Und hiermit haben wir jetzt alle Buhus im Hotel gefangen. Super. Also, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt am besten noch die Galerie und im nächsten Part. Ah, nee, komm, verschieben wir das auch auf den nächsten Part, falls es zu klein wird. Falls es zu kurz wird, falls es zu schnell geht. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen rum da. Wenn nicht, dann blast mir einen Schuh. Tschüss und bis bald. So, einer der 2 gesuchten Juwelen befindet sich hier. Und zwar sind die Tische Druckplatten. Und wenn wir auf beide gehen, dann habt ihr es gerade vielleicht schon gesehen, öffnet sich hier in der Mitte ein Tresor oder so. Keine Ahnung, was es ist. Frag mich nicht so komische Sachen. Und das ist der grüne Juwel. Ich gucke, wo der zweite ist. Ich habe keinen Plan. Ich muss die ganze Zeit online nachgucken, weil ich suche das sicher nicht 4 Stunden danach. Bis gerade. Wie vermutet, brauchen wir hier für das Buch aus dem letzten Part, wo ich nicht wusste, für was es ist. Ja, man hätte sich's denken können. Hier ist eine Bücherreihe. Aufmerksame Leute finden es wahrscheinlich recht schnell. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Wir haben alle Juwelen. Der Buhu, den kriegen wir leider noch nicht hin. Deshalb gehen wir jetzt zum Finale. Ich schneide Buhu wahrscheinlich als letztes rein. Und ich weiß gar nicht, ob wir den Buhu schon hinbekommen. Vielleicht werden wir einen Stockwerkwechsel machen. Können wir eigentlich gerade mal machen. Also ich probiere es jetzt gerade mal. Weil eigentlich haben wir ja alles. Und ich weiß nicht, wie das Spiel vom Ding her ist. Vom Speicherpunkte setzen und so. Ah, okay. Die müssen in der Ebene bleiben.
gehen wir kurz eins runter und dann wieder eins hoch. Jetzt können wir noch ein letztes Mal schreien. Mario. 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 So, jetzt können wir wieder hoch. Vielleicht vibriert ja jetzt unser Schreck weg schon. Also es wäre sogar voll gut. Weil dann hätten wir die 100% sofort. Die Fahrstuhlmusik, beste. So, wieso brauchen wir jetzt länger hoch als runter? Oh, müssen wir jetzt echt nochmal alles einsammeln? Wow. Wow, wie alles vibriert. Ich mache jetzt gleich eh nochmal eine kleine Pause, weil die oben wieder an der Solaranlage dran sind. Das ist gerade richtig übel. Ich brauche ein Zockerzimmer. Also, unser Ding vibriert nicht, heißt auf gut Deutsch, wir können noch keinen Buhu fangen. Hier kommen noch kleine Geister von beiden Seiten. Wow. Alle mal einsaugen. Oh mein Gott, die Kleinen regen ja übelst auf. Kommen jetzt alle Geister nochmal? Oder wie sieht's aus? Ah, der scheiß Laser hat sie gerettet. Komm schon. Laser kommt wieder. Nein. Ja. Und einmal den Fetti nochmal. Wo ist er denn? Wo ist der Fette? Oh, machst du dich schwerer als es ist. Da ist er. Super. Es geht weiter? Ah, nee. Wow. Jetzt können wir endlich hier durch und alle Schlüssel einsetzen, die wir im letzten Part geholt haben. Ich will nicht wissen, wie viel so ein Schlüssel alleine wert ist. Ich meine, guckt euch den Klunker oben an. Muss ja bei jedem die Animation machen. Wow. Beängstigend. Die Zunge geht rein mit den Juwelen. Und Sarah Schreck wartet auf uns. Was geht? Hallo? Ich will ja noch Hello sagen, doch Luigi. Sieh mal einer an. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass du es schaffst. Ich hatte dich für einen Angsthasen gehalten, aber du steckst wirklich voller Überraschungen. Du hast mit deinem komischen Staubsauger mein Hotel geplündert und mir mein gesamtes Personal weggefangen. Als wäre das noch nicht genug, hast du mir auch noch meinen geliebten Schatz weggenommen. Mein süßes Polterkätzchen. Das ist alles kein bisschen nach Plan gelaufen. Ja, habe ich mir gerade auch gedacht. Sie sieht gerade gar nicht mehr so gut aus. Wie konnte es dir nur gelingen, dich König Buhus Plan zu widersetzen?
wenn du brav zugelassen hättest, dass ich dich in ein Gemälde banne, hätte König Buu mich mit Lob für meine Genialität überschüttet. Ja, aber ich weiß, ob du mit dem Gesicht... Ich bin jetzt nicht oberflächlich, aber das Gesicht, Alter. Nee. Aber stattdessen habe ich wegen dir alles verloren. Erstmal wieder 10 Kilo Schminke draufklatschen. Sollen wir dann zur Tat schreiten? Ich werde dich wohl selbst erledigen müssen. So werde ich König Buhus Vertrauen in mich sicherlich zurückgewinnen können. Bist du bereit, Luigi? Gib dir ein bisschen Mühe, diesen Kampf vergnüglich für mich zu gestalten. Oh. So, was geht? Was geht? Wie viel Leben hat die? 900? Wir können uns gar nicht bewegen gerade. Wow. Wow. Erste Attacke und ich nehme schon Schaden. Was passiert? Dreht sich das irgendwie? Ja, es dreht sich leicht. Ich weiß nicht, ob wir mit Flutschi durchgehen können. Oh mein Gott, wir können mit Flutschi hier runter. Es dreht sich leicht, ist schon mal gut. Gut zu wissen. Wir deaktivieren mal Lila. Ah, verdammt. Da waren wir ein bisschen zu langsam. So. Was passiert? Wir müssen den Fächer irgendwie losbekommen. Sie ist mir noch ein bisschen zu viel in Sicherheit. So, dann gehen wir hier nochmal runter, weil hier ist ja der Grüne. Dann deaktivieren wir hier mal alles und gucken, was passiert. Gib mir mal den Fächer, komm schon. Och Mann! Okay, wir sind so schlecht, dass sie nicht mal mehr angreift. Was passiert? Alter, ich weiß nicht, wie man sie angreift. Ich glaube, das ist wieder so eine Story, wenn man weiß, wie man sie angreifen muss, dann... Komm her. Aua. Gib mir doch den Scheißfächer, komm schon. Greift sie an? Oder wie sieht's aus? Sie lässt sich locker. Das ist gerade das Problem, das wir haben. Luigi ist runtergeflogen. Wow. Okay. Sie muss mit ihrem Spiegel verfehlen. Und dann können wir ihr aufs Maul geben. Hat ein bisschen gedauert, bis ich es rausgefunden habe, aber okay. Ihr Spiegel ist extrem wichtig. Ach du Heilige. Sie eskaliert.
Das sah gerade nicht so aus, wie es aussehen sollte. So. Oh, lol. Ja, doch. Aktiviert sie nachher vielleicht alle vier? Das wäre ein bisschen übertrieben. Alle vier zu aktivieren wäre echt vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay, wir haben sie wieder. Aber können leider nichts damit anfangen. Schade. Wo ist Flutschi? Flutschi ist weg. Wieso hat Flutschi gerade Schaden genommen? Wir wissen es einfach nicht. Oh Gott, ich muss Luigi bewegen. So, jetzt. Immer schön laufen. Oh Gott. Ah! Was ist das an der Wand? Leben. Okay, wir müssen kurz eine Runde hier aushalten. Ja, moin. Ja, jetzt müssen wir hier in die Mitte. Oh Gott. Ja, schön eingesperrt auf jeden Fall. Und sie fängt an, den Keller zu fluten. Wow. Erstmal noch ein Herz holen. Warte mal, warte mal, warte mal. So. Wir sparen uns einfach den letzten Schalter. Und hauen ihr so aufs Maul. Bleib mit Luigi mal hier. Was passiert? Okay. Es wird anstrengender. Und es dreht sich jetzt zweimal. Erstmal mehr Zeit verschaffen. Super. Und dann gucken, dass sie uns nicht reindrängt. Scheiße. Genau das wollte ich vermeiden. So. Auf die Fresse, komm. Wir haben gerade mal ein Ding deaktiviert. Beste. Also, was passiert ist? Welche Richtung geht das? Okay. Jetzt eskaliert sie komplett. Der Boss ist gut. Gefällt mir so. Ha ha ha!
So. Ausweichen. Und dann den Move hier machen. Ah, kacke. Also ich könnte auch abhauen. Aber loslassen. Oh Gott. Also wir können es uns ganz einfach machen. Wenn wir... Die Wege sind teilweise so unübersichtlich. Ja, scheiße. Es wäre so bitter, wenn wir es jetzt nicht schaffen. So. Komm schon. Komm schon, versuch mir eins auf die Fresse zu geben. Ja, super. Und damit ist Sarah Schreck Geschichte. Immerhin stirbt sie gut aussehend. Und ich hätte... Ja, okay. Eigentlich zählen doch die inneren Werte. Schönheit ist verfallbar. Verfallbar, war das richtig? Ich glaube schon. So. Und jetzt können wir Mario befreien. Ist das Spiel vorbei? Nein, weil wir Peach noch nicht haben. Aber wir sind schon im obersten Stockwerk. Ja. Können wir jetzt Mario spielen? Yeah. Das wäre voll cool. Come on, this way. Wo will Mario hin? Da geht's doch gar nicht lang. Wow. Mario haut wieder ab, weil er einen auf Superman machen will. Können wir hier nicht mehr raus? Ah doch, es ist wieder offen. Jetzt können wir eigentlich gerade mal gucken, ob... der Buhu jetzt da ist, aber anscheinend nicht. Gibt es hier überhaupt einen Buhu? Ich glaube, der Buhu hier ist König Buhu. Wow, Animation abgebrochen und Igitt. Ich empfange Signale einer ungewöhnlichen Präsenz hinter dieser Tür. Luigi, bist du bereit, da hineinzugehen? Ja. Tu, was du für am besten hältst, Luigi, aber wenn du deinen Weg fortsetzt, solltest du unbedingt gut vorbereitet sein. Okay, also ich glaube, hier ist der Endbosskampf. Vielleicht können wir jetzt doch diesen Buhu fangen, der hier auf der Ebene ist. Ich guck gerade nochmal, okay?